Dann noch so ein paar Stützpunkte zu machen. Vielleicht machen wir noch Stufe 30. Da bin ich nämlich für die eine Mission, was auf Stufe 28 ist, glaube ich, war genau, bin ich dann sogar stärker. Also bin ich jetzt auch schon eine Stufe, Eintreffende Verstärkungsanforderung. aber zwei Stufen ist vielleicht dann sogar noch besser. Geiselnahme in der Nähe. Alles klar. Dann warte ich gerade, oder? Ein weiterer Agent ist jetzt in Ihrer Gruppe. Ei, das ging aber schnell. Miss Cray, Baby. Bego. Wir können ja noch, oder wir machen jetzt direkt den Stützpunkt. Oder wir machen noch den Kontrollpunkt. Wir können auch noch gerade zum Warmwerden, machen wir den Kontrollpunkt. Ich warte aber jetzt erstmal noch auf dich. Bego kommt immer schnell, okay. Da kommt doch jemand angeflitzt. Da jump ich mal hier runter. Moment. Hi! Hi! Hey! Wieder ein langer Tag, da hast du recht. Kontrollpunkt Officer benötigt. Wir haben kaum noch Vorräte. Geiselnahme in der Nähe erkannt. So, wenn du magst, können wir direkt zum Kontrollpunkt. Hätte nie gedacht, mein halbes Leben Wache zu schieben. Okay. Hast du denn Waffen in höchster Stufe, also stark? Eigentlich können wir auch mal nach anderen Waffen gucken. Wie zum Beispiel das Weiße Haus, wo war's noch? In einer Siedlung, da kann man ja auch Schnellreise machen, da kann man auch Waffen kaufen, verkaufen. Sollen wir mal machen? Wir machen erstmal den Kontrollpunkt. Sieht wieder mal toll aus. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Gibt es ja Stress irgendwo? Da kommt jemand.
Von ganz da hinten mit der Pumpgun, alles klar. Scheiße, geblendet. Achtung, Molotov-Cocktail. Ah, ich glaube hier. Oh, pass auf, pass auf. So, ist Ruhe. Nein, da ist noch irgendwas knallt. Was ist denn da jetzt geknallt? Das Stopp müsste Ruhe sein. Na, von wegen. Komm, wir ziehen weiter. Genau. Sich nähernde Feinde erkannt. Verbündete Kämpfer in der Nähe. Wollen jetzt zum Kontrollpunkt. Müssen hier noch mal halten. Ah, Achtung, schmeißt eine Granate dahin. Der ist natürlich gut in Deckung. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Sehr schön, sehr schön. Irgendwo ist noch einer. Oh, Scheiße. Ist halt echt krass, man will echt
Man will echt nur zu einem Kontrollpunkt oder Mission. Er muss sich aber erst durchballern hier bei dem Game. Das kann nerven, Chat. Jetzt sind wir aber... Das ist immer noch nicht der Kontrollpunkt, aber der ist da in der Nähe jetzt. Da oben steht auch jemand. Oh, scheiße. Oh, oh. Weg, die Karre. Die stehen auch da oben auf dem Dach. Typisch nachladen. Nein, Mann, dass die da oben auf dem Dach stehen, ist halt nervig. Ich krieg den da nicht. Ich muss vorrücken, ich krieg die so nicht. Und gleich keine Munition mehr. Scheiße. Oh, der geht einem so auf den Sack da oben, ohne Scheiß. Ich krieg den einfach nicht, der ist da einfach... Ich muss leider vorrücken. Zivilisten in Not. Da sind noch mehr. Ducken. Da
davon! Alles in Flammen! Ich bin am Arsch. Verstärkung unterwegs. Oh, ich habe keine Energie mehr. Die gehen einem so auf die scheiß Nerven, weil eigentlich will ich zum Kontrollpunkt. Scheiße. Liegt denn hier nicht noch irgendwie was rum? Kann leider nicht mehr mit denen weiter fighten, weil ich gleich tot bin. Ich habe Verstärkung geholt, genau. Da ist ein Medipack da hinten. Bist du noch heile? Ja, sehr schön. Pass auf, pass auf, pass auf. Halt dich im Auge. Zivilisten in Not. Die schleichen dich an. Dann mach, dass du da wegkommst. Oh nein, das muss zerstört werden. Genau so Kontrollpunkt gesichert, jetzt verteidigen. Jetzt müssen wir aufpassen, von wo die kommen. Da kommen sie, da kommen sie. Wir sind nicht eure Feinde. Kacke, keine Munition mehr. Such gerade nach Munition. Keine Munition. Ich muss mit der Pumpgun ran. Jetzt blutet er!
Sehr schön. Geschafft. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, jetzt müssen wir zum Lager hier. Da gibt's nochmal guten Loot. So. Wir sind da hoch. Hier habe ich eine Tür geöffnet. Toll. Hi. Ja, mach du auf. Und gutes gefunden. Keine Ahnung, wann ich Stufe 30 komme, aber wir können jetzt mal probieren, diesen Stützpunkt zu machen, aber es dauert. Ja, man muss schon ein gutes Stück hier machen. Und bei deinem Level, warte mal, welches Level bist du? Ich sehe das gar nicht, welches Level du bist. Ich guck mal. Wie geht das hier? Hier geht das jetzt nicht. Spieler betrachten. Ich sehe dein Level nicht. Sonst würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir machen eine Schnellreise hier zu dem Kontrollpunkt. Direkt hier links auf der Karte beim Stützpunkt. Mache ich jetzt eine Schnellreise hin. Dann können wir den auch mal probieren. Sie gesund und munter zu sehen. Ich gehe allein.
ich weiß nicht, was wir ohne sie täten. Dann können wir halt nochmal probieren. Also hier von der Karte, beim Stützpunkt links. Ah, okay, bist gerade dazugekommen, gell? Oder? Ach, du kannst du überhaupt eine Schnellreise dahin machen? Hab ich ganz vergessen. Ah ja, da bist du ja. Sehr schön, sehr schön. Und wenn du magst, können wir probieren. Die Outcasts haben ihre Festung in den Überresten des Quarantänebereichs errichtet, in dem sie gefangen waren. Sie sind schon lange da und kennen die Gegend gut. Wir glauben, dass wir die spawnen halt nur immer wieder an der Stelle da. Können, wenn wir Roosevelt Island einnehmen und Emmeline Shaw eliminieren, die Anführerin der Outcasts. Okay, dann gehen wir mal dahin. Hier ist noch eine Kiste, die du aufmachen kannst. Genau, und ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal dahin, machen den Stützpunkt. Versuchen es. Also hier hoch, genau. Ich finde das blöd, dass nur einer die öffnen kann. Ah, nee, jetzt sind wir an der scheiß Brücke. Da müssen wir erstmal da durchballern. So eine Kacke. Die sind jetzt halt hier alle Stufe 29. Achtung, da kommt eine Model of Cocktail oder was kommt da jetzt?
Ah, die sind schon heftig hier an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt doch schon fast lieber gesagt, doch noch weiter leveln. Ach man, ich würde mal gerne wissen, warum ich am Brennen bin. Dich mache ich kalt. Scheiße, sind die OP, Mann. Wäre mir schon echt doch lieber gewesen, noch zu leveln. Achtung, ich bin schon wieder gleich am Arsch. Was habe ich denn jetzt für Waffen im Inventar? Die Pumpgun finde ich ganz gut. MK17 Polizeiversion. Episch. Machen wir die mal rein. Dann hätte ich aber auch gerne eine Tarnung. Hi! Machst dich schon warm, hä? Sehr schön, sehr schön. Wollen wir mal probieren, ja? Ich könnte aber noch ein paar Medipacks gebrauchen.
Wo war das jetzt nochmal? Sind wir hier richtig? Ja, genau. Die Outcasts haben ihre Festung in den Überresten des Quarantänebereichs errichtet, in dem sie gefangen waren. Sie sind schon lange da und kennen die Gegend gut. Wir glauben, dass wir die Fraktion erheblich schwächen und sogar auflösen können, wenn wir Roosevelt Island einnehmen und Emmeline Shaw eliminieren. Die hier sind wir richtig. Dann geht's jetzt hier gleich los. Hier sind keine Alliierten in der Nähe, gell? Also so Verstärkung. Wo war denn das nochmal? Hier kannst du die Kisten öffnen, wenn du magst. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne den Weg gerade gar nicht mehr. Hä? Muss ich gerade selber überlegen. Den Weg gar nicht mehr, obwohl ich ja hier schon zwei, dreimal probiert habe. Aber jetzt halt schon lange länger kein Division 2 mehr gezockt. Dann rennen wir einfach mal hier weiter, genau. Kann mich aber jetzt nicht daran erinnern, dass das hier so weiter ging. Na, von hier, hier ist schon mal richtig. Hier ist richtig, glaube ich. Genau, wir sind hier auf jeden Fall nicht falsch. Man muss die Mission erstmal annehmen, oder wie war das Ganze nochmal? Vielleicht muss ich mal gerade zurück. Also, ja. In Ordnung, Leute. Fangen wir an. Wilson, Ihr Bericht bitte. Jawohl, Sir. Heute um 1500 haben wir einen Trupp ausgesetzt. Warte mal, ich renn mal grad zurück. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob man da nicht irgendwie hier oben irgendwas annehmen muss. Hier. Nicht ohne Gruppenmitglieder. Ja, GG. Aber ich kann die jetzt bestätigen. Kannst du da irgendwie was annehmen? Nicht belohnte Gruppenmitglieder Lollipop. Vielleicht weil du zu schwach bist, aber das, wir haben das schon zusammen gemacht. Da warst du sogar noch ein Level niedriger. Da ging das doch auch. Keine Ahnung. Sehe ich jetzt irgendwie nicht. Müssen wir nochmal runter gucken.
Ah, geht doch. Quarantäne erreichen. Wenn wir die Outcast-Festung erledigen und die Anführerin Emmeline Shaw ausschalten, geht. Sollte das der Fraktion erheblichen Schaden zufügen. Außerdem hat Henry die Info, dass vor kurzem eine Maschinenbauerin aus der Campus-Siedlung hierher verschleppt wurde. Also halten Sie nach Gefangenen Ausschau. Vor Ihnen warten einige Feindziele. Genau, so ein GG. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, scheiße. Aber kann sein, dass ich jetzt erstmal verkacke. Ah, shit. Ja, ja. Das habe ich jetzt ein bisschen. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass die Gegner direkt schon da stehen. War jetzt mein Fehler. Ich dachte, die kommen erst ein bisschen später. Und einem dann direkt zum Verhängnis hier. Ein Agent braucht Unterstützung. Ja, ist jetzt schlimm. Machen wir nochmal neu. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, dass die Gegner schon direkt da stehen. Wir sind auch schon übelst OP bei der Mission hier. Am besten hier schon direkt in Deckung gehen. Genau. Achtung. Ach, die Waffe hier ist kacke, um ehrlich zu sein. Ich zieh mich schon mal zurück. Ich hab eine scheiß Waffe hier. Ich hab eine echt verkackte Waffe. Für mich aus sterbe ich auch nochmal. Die Waffe ist scheiße. Ich hol doch wieder die hier. So. Kommen halt hier von allen Seiten. Das finde ich halt immer so krass bei dem Game hier. Die sind 20.000 Kilometer entfernt, die NPCs, und machen dir richtig Damage mit der Pumpgun. Und ich krieg da hinten den unten mal wirklich gedamaged, der Pumpgun hier. So, hier haben wir mal aufgeräumt. GG. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ich glaube, hier stehen sie schon wieder direkt. Du kannst die Kiste da öffnen, wenn du magst. Hinter dem Rumpf des Frachtflugzeugs warten noch mehr Übeltäter. Die haben die Schüsse auf. Ja, genau. Die sind jetzt direkt da hinten. Und? Hier ist rein gar nichts. Warum sind wir so weit draußen auf Streife? Weil Emmeline das so will. Geh doch zu ihr, wenn es dir nicht passt. Ah!
Achtung, die Flammen, ja, die erreichen uns nicht. Jetzt kommt dieses komische Fahrzeug. Alter, ist dieses scheiß Fahrzeug da OP? Da hinten. Ich weiß nicht, ob das der einzigste ist noch. Dann würde ich rüber pushen. Ich gehe mal gerade hier so ein bisschen hin. So. Achtung, ich habe keine Ahnung, wie viele hier noch rumrennen. Gut. Sehr schön. Hey, Amphinix, mein Bester. Ja, mir geht's gut. Danke, danke. Schön wieder von dir zu hören. Halte die Augen offen. Vielleicht ist es ja nichts, aber... Ich hoffe, bei dir läuft's gut. Sport läuft gut und so. Halt dein scheiß Maul, bevor ich es dir stopfe. Alle beide Klappe jetzt. So, ich weiß es nicht, ob hier noch... Da sind wieder Gegner. Oh. Das ist so voreilig hier. Kann kaum erwarten hier. Miss Craybaby, alle wegzumetzeln. Scheiße. Da schmeißt er eine Granate. Oh. Alter, krass. Haben die mir gerade hier richtig was eins gegeben? Ja, alles gut. Passt, passt. Hauptsache, geht dir gut. Ja, ich habe hier gerade einen richtigen Rand bekommen von denen. Richtig heftig. Ich versuche mal, zu dir rüber zu krabbeln. Danke. Oh, da kommt so ein Selbstmordattentäter mit einer Bombe um den Bauch. So, irgendwo ist noch einer da hinten. Ist noch nicht so ganz sauber hier.
Das ist, irgendwo muss noch einer sein. Wo ist der? Da, seht ihr? Okay. Den Eingang sichern. Ja, hier rennt noch irgendwo einer rum. Sagen, hier kann man doch noch ein bisschen looten, oder? Ja, dann machen wir da mal weiter. Die haben Bomben um sich, die jetzt da so angesprint. Also der eine, der da angerannt kam, die kommt direkt auf uns zu. Den muss man am besten direkt wegmachen. Achtung! Also hier ist alles noch gar nicht so das Problem, sondern erst später, wie, wenn die immer wieder gespawnt werden. Wenn man die zwei Schiffe zerstören muss, die Stelle ist halt scheiße. Da bin ich schon mal die ganze Zeit dran gescheitert. Da ist so ein Boss. Oh, scheiße. Ah, nein. Ja. Musste da jetzt direkt noch 3-4 Stück auf einmal vor mir auftauchen. Oh, scheiße. Irgendeine bessere Deckung finden. So. Nichts mehr zum Heilen. Genau, kann man mal gucken, ob da irgendwas Gutes gibt. Okay. Ziehen wir mal weiter. Da oben rennt noch ein Gegner rum, glaube ich. Krass. Heilung! Weg hier! Von ihnen aus gibt es keinen direkten Weg ins Hauptgebäude. Oh! Da kommen noch welche gespawnt. Umweg entlang der Quarantänebarrikade nach Westen. Thank you.
Schau wieder da oben auf dem Dach, oder wie? Ein Weg in den Stützpunkt finden, okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann können wir hier hoch. Jetzt gucken wir mal gerade, ob hier noch irgendwo rumliegt, so wie Medipacks oder so. Da ist, hol das mit, da ist ein Medipack. Müsstest du eigentlich da... Hier. Hier ist ein Medipack. Weißt du, wenn ich das hole, ob das dann für dich auch noch da liegt? Hast du geholt? Hier, das Medipack. Okay, dann ist es für beide da. Ja, dann gehen wir da die Seile hoch. Hier hoch. Ne, da lag nix. Okay. Oder du hast. Oder ich habe die jetzt außerdem weggeholt, weil ich gedacht hätte, du hättest geholt. Ups. So. Wie kann ich mich aber nicht dran erinnern? Ist mir überhaupt noch richtig? Kann sein. Ah, okay, alles klar, hast du also Medipack, okay. Sehr gut. Ich kann mich ganz ehrlich gesagt hier dran gar nicht erinnern. Wenn man hier durchrennen muss, ist das hier überhaupt noch richtig? Gleich sind sie in einer Müllverbrennung. Da sind mindestens ein Dutzend Feindziele, aber die rechnen wohl nicht mit ihnen. Ja, genau, die Kiste kannst du öffnen. Achtung, nicht zu krass vorrennen wegen den Gegnern. Wenn, genau, erst. Ah, ja, doch, das ist die Stelle hier. Okay, jetzt hier kann ich mich wieder dran erinnern. Warte, ich schmeiß dir eine schöne Granate. Oh. Da fliegen sie alle schon weg. Schön mit meinen Granaten. Scheiße. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, scheiße. Warte, 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 ich versuche wieder zu beleben. Oh, nee.
Jetzt hätte ich aber gerade auch unter Bedrängnis gesetzt. Lebensfunktionen kritisch. Er heilt sich. Ah, der ist immer noch am Leben. Oh, scheiße. Die, ich glaube, die merken das, die Bots. Die merken das, wenn du die, ja klar, also wenn du heil, die heilt sowieso, hat er nämlich schon gesagt, der heilt sich. Und dann kommen die pushen. Ja, ja, da kommt schon wieder einer pushen. Ja, scheiße. Die merken das, glaube ich. Die sind hier bei der Vision, sind die echt gut. Ich komme nicht dazu, dich zu heilen. Kommt nicht dazu. Ich muss mich echt zurückziehen. Ich muss mich sogar zurückziehen. Ich sage, ich bin auch genau an den Stellen bin ich verzweifelt. Ach, zum Kotzen ist es. Die NPCs hier bei The Division sind echt richtig gut, muss ich echt sagen. Auf jeden Fall mal da an dem Stützpunkt. Ich bin bestimmt schon 4, 5 mal, 6, 7 oder 8 mal an der Stelle verreckt. Deswegen habe ich auch irgendwann gar nicht mehr weitergespielt eine Zeit lang. Das ist einfach viel zu krass, die Stelle. Und das wird noch schwerer, das wird noch schwerer. Da ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. Ah, auf ein neues, ne? Mann, dann hast du den einen. So. Kommen noch ein paar. Alter. Das Ding klemmt. Das ist nicht fair. Zack, das Ende der Liebe. So, einige, ja. Ich glaube, hier ist jetzt mal Ruhe. Genau, Munition mal aufsammeln.
So. Ja, kannst du die Kiste öffnen? Da liegt eine legendäre Waffe. Ah, das ist einer von uns da oben. Ah, Angela Woods beschützen. Die alte müssen wir. Die müssen wir jetzt beschützen. Eieiei. Was ist los? Bist du gerade rausgeflogen, hä? Was ist jetzt los? Nicht verbunden? Was heißt das? Ich check mal gerade die Waffe hier ab. Ist aber nur Stufe 28. So. Wollen wir alles looten? Jetzt geht's wieder. Du kannst nochmal dazu stoßen, aber muss nicht. Das hier geht eh noch lang. Und das fängt jetzt gleich erstmal richtig an. Ich finde auch hier wirklich den Speicherpunkt. Finde ich echt katastrophal. Wenn man. Man könnte wenigstens hier irgendwo schon so ein Zwischenspeichern haben. Ja, genau, da muss man jetzt. Den Tank zerstören. Ein Agent ist wieder online. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich warte mal hier. Ich warte mal hier auf dich, oder? Das ist toll, hä? Du musst jetzt den ganzen Weg. Ah, nee. Da bist du ja sogar schon. Toll.
So, ich glaube, hier geht's direkt weiter. Jetzt müssen wir wieder die Angela Woods beschützen, die da bei uns rumflitzt. Oh shit. Ah, ich hab keine Munition mehr. Geht auch mit der Pumpgun. Oh, jetzt werde ich zu mutig. Jetzt bin ich zu mutig geworden. Scheiße, er hat es noch geschafft, sie zu schmeißen. Mist. Ich habe keine Munition mehr. Gut. Sehr gut, sehr gut. Was habe ich denn jetzt hier mal noch so im Inventar? Okay. Hier ist noch Munition. Muss man hier gleich noch irgendwas suchen, glaube ich.
hoffe, sie werden hier alles niederbrennen. Ja, da ist eine Kiste. So, jetzt muss man hier wieder aufräumen. Scheiße, ich hab gar kein Medipack mehr, ne? Sehr schön. Hi. Missionsziel begonnen, C4 finden. Ich glaube, das war irgendwo im Container. Oder ich weiß jetzt nicht, ob... Da habe ich doch noch so eine Erinnerung, genau. Da war ja C4 und jetzt müssen wir hier sprengen. Achtung, weg da, weg da. Würde ich jetzt mal empfehlen. Yo, der die Explosion. Da hat doch jetzt gerade Baba ausgesehen, oder? Machst du gerade ein Bild, deine Haare. Oh, Achtung. Oh! So voll lässige Explosion und du machst da so lässiges Bild einfach wie in so einem Hollywood-Film, ey. Ach, jetzt kommen ja diese Typen damit, die einen pushen kommen mit dem Vorschlaghammer. Ja, das hat gerade gepasst. Das hat cool ausgesehen. Ey, scheiße. Den habe ich gar nicht gesehen. Mit Vin Diesel. Ist dann auch wirklich ein Selfie geworden? Jetzt geht's halt ab. So schwer habe ich das nicht in Erinnerung.
Man kann ja immer da reinpushen und gerade in Deckung gehen. Gut, ich habe ein Medipack bekommen, sehr gut. Aber da das Game hier schon ein paar Jahre alt ist, finde ich die Grafik hier echt noch top. Ist ja eigentlich sogar noch ein PS4-Game. Scheiße. Bist du down gegangen? Warte mal, das ist dieser Sniper-Typ, der noch da hinten sitzt, gell? Ja, da hinten. Ah, scheiße, sie haben Granatwerfer oder was? Oh, shit. Lad schnell danach. Dürfen jetzt zum Zug kommen. So, die sind weg. Jetzt kommt der mit dem Vorschlaghammer. Der kommt jetzt pushen. Der Goldene. Oh, shit. Achtung! Der mit dem Vorschlaghammer, nimm dich jetzt echt in Acht. Ich hol die Pumpgun mal raus. Der kommt pushen. Achtung! Der kommt pushen. Der ist aber langsam. Der hält aber halt... Jawohl, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, der hält aber halt viel aus. Hast du schon laufen? Ne, alles gut. Scheiße, ich habe kein Medipack mehr. Kann ich noch Schwände schießen? Ja. Der hat ein Medipack fallen lassen. Da ist er! Sehr gut. Ich heile mich mal.
Da ist noch irgendeiner da oben. Oh, der hat wahrscheinlich noch einen, der hat noch einen Granatwerfer am Start, glaube ich. Boah, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Achtung, Granate! Da oben, der muss weg. Der hat immer so einen Granatwerfer, was auch immer das ist. Pass auf da, oh. Ha. Jetzt brennt er selber. Oh, scheiße. Da oben, der ist, der hält zwar nicht viel aus, aber der ist richtig, der ist gut in Deckung. Der ist gut in Deckung. So, und tschüss. Nach Emilane Schorf suchen. Hol auch Medipacks schön immer mit und so. Bego sieht wieder doppelt, echt? Hat er schon wieder Gas gegeben, ja? Wochenende sowieso, Vollgas, oder? Ui, läuft. Was ist jetzt? Was zum Teufel war das? Eine Gruppe Feindziele bewegt sich zu einem Boot an der Ostküste. Sie begleitet eine offenbar unbewaffnete Person. Wenn Emmeline uns entkommt, finden wir sie nicht so einfach wieder. Sie müssen das Boot aufhalten. Das Dock erreichen. Genau, wie siehst du denn hier? Was ist denn da? Kuscheltier. Ich hätte gerade gedacht, den Tiger oder was, da ist der Chill da auf dem Bett. Okay. Hier kann man, glaube ich, nicht drüber jumpen. Ja, hier jetzt auch nicht, hier auch nicht. Kann man gerade einen anderen Weg finden. Ich glaube, hier... hier geht's runter. Finden Sie einen Weg zum Wasser. Das Boot darf nicht losfahren. Boah, du schickst mich weg. Checkpoints, das sind alles nur Checkpoints, aber wenn man jetzt hier komplett aufhört, muss man immer wieder alles von vorne machen und das ist echt ätzend. Weil jetzt gleich kommt die... Oh Scheiße, du gehst gleich down. Ich habe Angst. Gefunden! Die Ausgang! Wir gedenken der Gefallenen! Ach komm, ich komm nicht heilen. Ducken, ducken. Ah, scheiße. Ein
Oh, scheiße, bist du gerade umgefallen? Ey, da ist einer, scheiße! Das ist echt zu nah! Das Kapitol ist unser letztes Ziel. Wir können oh, korrekt, Stufenaufstieg, hochrangige Einsatzkraft. Ich bin Stufe 30, das ist schon mal gut. Ich versuche dich nochmal wiederzubeleben. Das gefällt mir, ich bin jetzt gerade stärker geworden. Ich bin jetzt stärker geworden. Jetzt Waffen auf Stufe 30, das wäre ganz nice. Ich bin jetzt eigentlich stärker wie die Gegner um eine Stufe. Der mit seinem Granatwerfer. Schon wieder. Okay, jetzt wäre ein Sniper. Oh, scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Ah, doch. Da oben. Wir müssen aufpassen. Der ist ganz schön nervig. Ich glaube, ich kann den so weit werfen. Oh, der hat mich übelst getroffen gerade. Alter, scheiße. Jetzt sind Haftbomben. Der ist gleich am Arsch. Sehr gut. Der ist am Arsch. Jetzt können wir noch ein bisschen hier rumrennen, gucken, ob noch ein Medipack hier rumliegt oder Munition. Ach, du bist das. Ich hab gesagt, hier ist doch noch ein Gegner. Hi! Wir kommen jetzt an diese Stelle, wo die Gegner auch die ganze Zeit spawnen. Und wir müssen Schiffe, ich glaube zwei Schiffe in die Luft sprengen. Ich versuche an die Geschütze zu kommen. Das sind Geschütze. Da versuche ich irgendwie ranzukommen. Genau. Was ist mit diesem Boot los? Hat noch nicht abgelegt. Offenbar tanken die es gerade auf. Große Tanks an beiden Seiten des Bootes. Diese Tanks sind das Primärziel. Was ist mit Emmeline? Ist schon auf dem Boot. Sofern sie das wirklich war. So. Das hier ist jetzt die Stelle. Das ist die Stelle, wo wir schon mal zusammen gemacht haben. Die ist schwer. Die spawnen die ganze Zeit, da oben sitzen Sniper auch alles und so. Da hinten ist ein Geschütz. Ich versuche ans Geschütz zu kommen. Wir müssen das Boot der Outcasts zerstören. Treibstofftanks müssen wir zerstören und so Sachen. Ach, scheiße. Ich versuche ans Geschütz zu kommen. Sofortige medizinische Hilfe erfordert. Die Stelle ist halt einfach. Da bin ich verzweifelt dran. Da verzweifle ich dran an der Stelle hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und darum habe ich das Game auch eine Zeit lang immer weiter gezockt. Die Stelle ist mir einfach viel zu heftig. Ein Agent braucht Unterstützung. Er ist auch wirklich schwer, das da. Da muss man anders rangehen. Das Schlimme ist halt, die Gegner, die spawnen auch immer wieder die ganze Zeit da. Ich muss versuchen, an dieses scheiß Geschütz zu kommen. Jetzt einfach durchzusprinten, ist, glaube ich, nicht so schlau. Wir müssen so ein bisschen aufräumen hier. Bleibt mal hier stehen.
Alles erstmal weg, Mann. Du meinst die Gegner? Ja, also mal so gut es hier geht, ja. Aber die kommen nach einer gewissen Zeit, sind die hier immer wieder am Spawnen. Das ist ja gerade das Schlimme. Also du kannst sie hier wegmachen und dann ist, glaube ich, eine Minute, beruhigt es sich ein bisschen und dann... Scheiße. Dann kommen die wieder, die Gegner. Wir müssen halt beide gucken, damit wir an Geschütz kommen. Schaffst du an Geschütz zu kommen? Da hinten ist ein Geschütz, links, wo du stehst, weiter durch. Und hier rechts ist ein Geschütz. Wir müssen die Tanks zerstören. Das versuche ich jetzt. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal... Der hängt da am Geschütz, da am Boot. Muss jetzt hier weg. In die Flammen rein, perfekt. Pushen. Der lebt noch. Man kann hier, das beruhigt sich halt. Aber wie gesagt, die pushen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ah, scheiße. Schwere Verwundung entdeckt. Agent am Boden. Fuck. Man muss doch ein paar wegmachen erstmal. Scheiße, dass hier keine Selbstwiederbelebung gibt. Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin auf jeden Fall down. Ich bin down auf jeden Fall. Versuch du zu überleben. Ich gebe jetzt einfach auf. Dann spawn ich ja nochmal neu. Versuch du zu überleben. Wie? Warte auf Tod der Gruppe. Ach so, scheiße jetzt. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, ich könnte wieder neu starten. Ah, Mann, da oben ist auch echt kaum Deckung. Ich wusste schon, Chat, warum ich an der Stelle da bei Division immer weitergemacht habe. Ich bin da am Verzweifeln an der Stelle. Ich bin da echt wirklich am Verzweifeln. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt eine krass schwere Stelle und die Kacke ist, du musst halt immer wieder von vorne machen und die Gegner spawnen immer wieder, deswegen habe ich irgendwann hier aufgegeben. Ist einfach zu brutal, die Stelle hier. Du meinst mit dem Geschütz, gell? Ja, ja. Muss woanders ist denn? Hier hat man auch echt wirklich nicht die beste Deckung. Bist da hinten beim Tank? Ja, oder geh du an das Geschütz bei dem Tank. Da ist oben, musst du eine Leiter hoch. Da ist ein Geschütz. Pass aber auf die Gegner auf und ich gehe hinten an...
Ah, scheiße. Du bist getötet worden. Ach, der geht mir so auf den Sack da oben mit seinem Geschütz. Bin jetzt schon am Arsch. Die sind noch wirklich echt voll OP hier. Weißt du noch, wo ich in Deckung gehen soll, weil da brennt's? Ich hab kein Medipack mehr. Ich bräuchte ein Medipack jetzt. Geh kein mehr. Hier ist noch irgendwo einer am Rumrennen. Wenn ich mich schon. Oh nee. Ich sag denn echt nur Respekt, wie NPCs so abgehen können. Also Bots. Das ist ja auch ein Online-Spiel. Also die sind, glaube ich, automatisch deswegen auch schwer. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hier kommt wieder einer pushen, glaube ich. Ich hab ihn erwischt, glaube ich. Aber die, wie gesagt, die spawnen wieder. Das ist ja das. Oh nein. Komm, ich mach eine Rolle die ganze Zeit. Und die treffen. Ja, ich schaff das nicht, dich wieder zu beleben. Das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich. Die spawnen jetzt wieder. Das ist das, was ich gemeint habe. Und darum habe ich an der Stelle hier sein gelassen. Das hat einfach gar keinen Wert, das hier. Mir ist das hier zu krass. Weil es nervt mich auch, dass sie immer wieder spawnen. Mir geht das richtig persönlich auf den Sack. Vor allem, weil ich nicht mehr... Da lässt ja keiner mal mehr ein Medipack oder so fallen. Doch, da liegt ein Medipack. Ich hätte gedacht, da wird noch ein Medipack liegen. Keine Chance. Schon bin ich wieder am Arsch. Ja. Egal wo ich rumrenne. Die sind überall. Das wird jetzt ganze Zeit so gehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme nicht dazu, dich wieder zu beleben. Gar keine Chance. Und dann meine ich halt, die spawnen immer wieder. Das hört gar nicht auf. So eine Scheißstelle, ganz ehrlich. Jetzt kommen die wieder neu. Ja, wir müssen die Tanks zerstören. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, dich zu wiederbeleben, weil die kommen jetzt gleich wieder. Boah, Leg, wo bist denn du da? Heftig. Die kommen jetzt wieder. Zum Geschütz.
Die überhitzt, Chat. Ich muss am zu pausieren. So. Jetzt muss der eine Tank da gemacht werden. Versuch du einfach irgendwie am Geschütz zu bleiben. Vielleicht springt das was, um mir ein bisschen die Gegner vom Leib zu halten. Weil wie gesagt, die spawnen wieder. Zwei Medipacks habe ich. Hier am LKW ist jetzt ein Geschütz. Agent am Boden. Scheiße! Nein! Oh Mann, einen kleinen Millimeter und... Mann, es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Jetzt muss man wieder von vorne machen. Oh. So eine Scheiße, ehrlich. Echt so am Verzweifeln an dieser scheiß Miststelle, ganz ehrlich. Die gehen mir so auf den Sack. Am liebsten würde ich jetzt einfach knallhart durchpushen. Aber das bringt jetzt nichts. Man muss jetzt wieder aufräumen, wieder dieselbe Scheiße wie eben. Ach man, das nervt. Ich habe die schon 20.000 Mal gemacht, diese scheiß Mission hier. Wirklich fast gerade geschafft. Mann, ich könnte echt kotzen, ganz ehrlich. Bist du schon am Geschütz? Wow! Toll! Wie hast du denn das hingekriegt? Ich hab die abgelenkt, gell? Sehr gut, sehr gut. Das hier ist ja auch ein Game, was man eigentlich zu zweit oder so zocken muss. Sonst ist das echt sau schwer. Ah, der lebt ja auch noch. Oh nein! Nein! Schade. Ist der Tank zerstört? Der eine ist zerstört, gell? Mann, haben sie doch geschafft. Ja, selbe Dinge wie eben. Ja, scheiße, hat's geschafft. Mist, jetzt hab ich keine Deckung. Warum denn jetzt von hinten? Geh in Deckung! Da ist ein Medipack. Wo ist das Medipack? Da war doch ein Medipack. Hä? Okay. Dann habe ich ein Problem. Nein! Da kommt einer pushen. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Da liegt doch ein Medipack. Ach ja, egal, scheiß drauf. Ja, die Stelle ist auch wirklich schwer. Das ist so gedacht. Da muss man gemeinsam durch. Ich glaube, das ist alleine gar nicht wirklich zu packen.
Also ich bin da alleine definitiv dran verzweifelt. Da kann man machen, was man will. Jetzt muss man echt sagen, du bist ja auch im Level sauniedrig. Wir sind ja viel stärker wie du. Dann wird das Ganze vielleicht besser klappen. Das Schlimme ist ja, wenn man jetzt ausmachen würde und es würde an der Stelle hier speichern, das wäre ja schön, ist aber nicht so. Man muss diesen ganzen Stützpunkt, das wir jetzt gemacht haben, alles wieder von vorne machen. Und das ist das, was mir einfach den Spaß nimmt, das immer wieder zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt hatte ich eine Zeit lang auch gar keinen Bock mehr auf das Game gehabt, ehrlich gesagt. Du musst halt aufpassen. Oh, scheiße. Das habe ich gemeint. Das war zu voreilig. Die Bots, die darfst du echt nicht unterschätzen. Meinst du wirst ewig leben? Die sind echt richtig gut bei Division. Alter, Respekt. Respekt an diese scheiß Bots. Oh, ich hab jetzt nur keinen Bock mehr. Da machst du gar nichts. Da machst du nichts. Oh, ich hab keine Lust mehr. Ich deinstalliere das Game, hatte ich sowieso schon gemacht habe. Und dann bin ich hier durch mit, wenn das hier nichts wird. Dann ist das halt einfach wirklich mal. Dann ist das halt einfach mal wirklich ein Game, wo ich einfach sage: Nee, das da packe ich nicht. Ich hab jetzt auch echt gar keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Am liebsten ist eigentlich nur durchpushen, aber das kannst du vergessen, dann bist du direkt tot. Mir geht's richtig auf den Sack, Chat, das muss ich echt sagen. Mir geht's einfach nur auf den Sack hier an der Stelle. Gar keinen Bock mehr auf den Müll hier. Stellenweise manchmal richtig gute haben die richtig gute Deckung. Achtung, Achtung, Achtung. Da ist nämlich noch einer im Geschütz. Das ist das. Achtung, Achtung! Oh, scheiße. Such Deckung!
Ich versuche jetzt zum Geschütz zu kommen. Ah, der Typ ist noch da, da oben. Ah, Scheiße. Nee, jetzt hat er es geschafft. Ich muss woanders hin. Das war ein Treffer. Schon wieder. Oh, lecker. Das ist der Kanister explodiert. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich schon wieder zurückziehen. Ist einfach zu krass, die Stelle. Ich habe da auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich jetzt das Game irgendwann nochmal doch jetzt die Tage deinstalliere, dann wird es auch so bleiben. Dann kann ich es nicht ändern. Das hier ist einfach doch zu schwer. Weg, 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 weg. Wir müssen uns wieder komplett zurückziehen. Drecks-Game, ohne Witz. Da kommt schon wieder so einer. Brenn, Baby, brenn. Die spawnen immer wieder an der Stelle. Ja. Scheiße. Das hat gar keinen Wert. Medipack bräuchte ich. So komme ich nicht weit. Komm, scheiß drauf. Hier ist jetzt gerade keins. Ich muss ans Geschütz. Scheiße, mit so wenig Leben. Na super. So, ich komme jetzt mal zurück. Ich komme nochmal zurück. Nochmal hier in Deckung. Ein Tank ist zerstört. Jetzt müssen wir ins andere Geschütz kommen. Das Problem ist, ich bin echt so am Arsch, was Leben betrifft. Ich bin gleich hier an dem Geschütz. Aber die Gegner kommen gleich wieder gespawnt. Überhitzt, überhitzt. Oh. Und jetzt. So. Motorluke zerstören. Oh nein, das ist ja noch gar nicht vorbei. Wir müssen nochmal in Deckung gehen. Wo ist denn jetzt die Motorluke? Alter, Scheiße. Die machen einen richtig kaputt. Och Mann, ey.
Achtung, ey, der mit dem Hammer. Oh, shit. Ich zieh mich nochmal komplett zurück. Alter, scheiße. Ein Agent braucht Unterstützung. Oh, nee. Ich schaff das nicht. Da ist nämlich jetzt hier mit dem Hammer unterwegs, gell? Der rennt da hinten rum, ich sehe es. Der kommt pushen. Schade. Agent außer Gefecht. Noch eine Luke zerstören. Da kommt doch jetzt gar keiner mehr heilen. Na, der gibt mir jetzt Rand. Agent getötet. Das da bringt nichts. Das hat keinen Wert. Man bräuchte einen mit einem stärkeren Level. Das da wird nichts. Verzweiflungsstelle, ganz ehrlich. Magst du noch mal probieren, oder? Meine Fresse. Da muss man noch eine Luke zerstören. Ich finde das echt lächerlich, dass die immer wieder spawnen. Man kann's, manche Games können das echt übertreiben. Echt ätzend. Man kann auch, glaube ich, zu dritt oder zu viert das Ganze hier machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, anders wird es doch gar nicht gehen. Eine dritte Person oder so. Ich glaube, ich bin so ein bisschen der Meinung... Oh, scheiße. Jetzt ist irgendwas explodiert. Dieser Typ an dem Geschütz, mit dem Geschütz, den nicht töten. Ich glaube, dann spawnen die langsamer. Habe ich mal so getestet. Dann spawnen die Gegner weniger. Der ist zwar stressig, der mit dem Geschütz da oben. Ich glaube, wenn man den am Leben lässt, spawnen die nicht. Ich lasse den jetzt mal am Leben. Verbrennen wir sie! Achtung, da schmeißt jemand. Ach, ist das ätzend. Mit dem Geschütz komme ich jetzt nicht an den Rand. Ja, ja, ich gehe ja schon runter. Ich gehe ja schon runter. Witze sind. Wie OP sind die? Ich bin Stufe 30. Mann.
Ich guck mal gerade, wo du bist. Ob ich es schaffe, zu dir zu kommen. Ah, schade. Agent verstorben. Wir werden 3 Mann brauchen. Das ist mal safe so. Das ist viel zu krass schwer. Wir werden auf jeden Fall noch einen Mann brauchen oder so. Das kannst du haken. Das Schlimme ist halt, wenn wir jetzt aufhören, müssen wir wieder den ganzen Stützpunkt von vorne machen. Das ist das Schlimme. Aber anders hat das keinen Wert. Die Stelle ist einfach viel zu krass. Mich kotzt an. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Ich renne jetzt einfach durch. Ja, sehr schön, sehr schön. Wen hat's erwischt? Hast du geschafft? Ist der Tank kaputt? Abhauen. Ah, scheiße, das sind Flammen. Der Tank ist kaputt, ja? Sehr schön. Medipack, nice. Der andere Tank. Sehr schön. Ich versuche ans andere Geschütz zu kommen. Oh, so ein Scheiß. Die halten einen richtig auf Trab hier. Einen Rückzieher zu machen jetzt. Ich muss es machen. Ich muss es riskieren. Ich bin am Arsch. So eine Scheiße. Kein Medipack, nix am Start. Ich versuche dich zu wiederbeleben. Scheiße. Da ist keiner, wo Medipack hinterlässt. Och Mann.
mal. Gar keine Chance. Da ist gar keine Chance. Das Haken. Munition, aber kein Medipack. Ich geh wieder runter. Ich muss runter. Ja, schade. Agent kampfunfähig. Ach. Wie ihr seht, Chat, ich hab's ja gesagt. An der Stelle spawnen die immer wieder. Die spawnen und das ist das, was da so. Das ist scheiße. Ja. Das Schlimme ist halt echt, dass man, wenn man aufhört, den Stützpunkt wieder komplett von vorne machen muss. Und das finde ich echt scheiße von dem Spiel. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock. Ich gehe jetzt mal ins andere Geschütz. Man muss einfach mal probieren, wie man es noch machen könnte. Weil die ja so oder so immer wieder kommen, die Gegner. Das bringt ja sowieso alles dann gar nichts. Funktionen kritisch. Ich bin jetzt beim anderen Geschütz. Die haben echt immer gut Deckung. Ja, keine Chance, das ist da auch einer. Ich könnte echt nur noch kotzen bei dem Spiel. Naja, du kannst gar nicht mehr einmal ins Geschütz. Man hat halt einfach keine Deckung hier. Bin mich sogar schon wieder am Zurückziehen. Geh mal, ich hol mal da. Oh, scheiße. Der Typ im Geschütz. Wo waren die Menschen? Der Inselstaben. Ah, man hat. Man muss den mit dem Geschütz abknallen. Der wird sonst einfach auf den Sack gehen. Oder ich versuch's jetzt mal so. Der ist, wird man viel zu viel. Wird man viel zu schnell Leben abgezogen. Ach Mann! Sofort in die medizinische Hilfe.
Überall Gegner. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Zu viele. Das bringt nichts. Das bringt echt nichts. Du bist ja eh im Level auch zu niedrig und wir brauchen hier 3 Mann oder so. Ich glaube, bis zu 3 Mann geht das hier oder 4 Mann. Da ist nicht gedacht so. Weiß mal. Da bringt nichts. Das ist halt die Stelle, wo ich gemeint habe. Und wenn ich irgendwo am Verzweifeln bin, das hat was zu heißen. Würde ich jetzt mal sagen, weil ich habe bis jetzt so ziemlich jedes Game geschafft durchzuspielen, außer The Division. Da komme ich einfach nicht weiter an der Stelle hier. Keine Chance. Ich finde die Stelle hier auch einfach nur noch übertrieben. Wenn die Gegner wenigstens mal nicht hier so spawnen würden. Ich gehe wieder zurück. Ich bleib jetzt hier, da bringt nichts. Moment. Mir fällt gerade ein, ich bin doch gelevelt. Ich kann das Game jetzt nicht pausieren. Wenn ich Glück habe. Ach, scheiße. Kann ich hingehen? Genau. Hier kann ich schnell was öffnen und habe dann eine gute Waffe, Stufe 30 drin. Ja, bestätigen. Schnell ins Inventar. Die Pumpgun, machen wir die mal weg. Perfekt. Ausriss. Ach, ist ein Sniper. Oh, Jagdversion. Dann war noch Stufe 30 Rüstung. Dann halte ich ein bisschen mehr aus. Okay, sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich hatte auch. So, den am Geschütz habe ich weggesniped. Keine Schusslinie. Oh, oh, oh. Scheiße. Scheiße. Und bang. Ja.
Das dauert. Oi. Da ist nochmal ein Medikit. Ich versuch's ans Geschütz zu kommen. Schon wieder? Ich hab den noch am Geschütz. Scheiße. Muss der jetzt auch noch explodieren? So, jetzt müssen wir uns beeilen. Weil... Oh, scheiße. Jetzt ist gerade... Oh, scheiße, kommen die nächsten schon. So, der erste Tank ist gemacht. Der erste ist gemacht. Da kommen die nächsten Gegner schon. Mist, wir müssen an Deckung. Mist. Streift den nicht. Ah, super. Streift den nicht da am Geschütz. Mann, der nervt da oben.
hat einfach keinen Wörter. Ah, leck. Krasse Stelle. Endlich. Ich versuche jetzt schnell ins Geschütz zu kommen. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Weil jetzt ist nochmal kurz Ruhe. Die spawnen halt wieder. So, wo ist jetzt Motorluke zerstören? Wo ist die scheiß Motorluke? Wir müssen hier aufs Schiff. Hier ist das Schiff. Hier. Oh Scheiße, da kommt so einer mit dem Hammer. Wir haben es aber vielleicht gleich geschafft. Wir müssen uns nochmal so ein bisschen zurückziehen. Wir müssen aufs Schiff. Der kommt jetzt pushen. So eine Kacke. Alter, hat der mir einen gegeben jetzt? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss mich heilen. Ich weiß jetzt nicht, ob die nochmal spawnen. Die Gegner, vielleicht haben wir Glück und die spawnen gleich nicht mehr. Versuchen nochmal aufs Schiff zu kommen. Eieiei! Ich hab keine Munition mehr. Oh, ich glaub's jetzt nicht. Da kommt noch einer mit dem Flammenwerfer. Ich brauche jetzt Munition. Das kann ich hier mal gerade gar nichts machen. Nein! Oh, ich glaub's nicht. Nur wegen Munition. Ich hab nicht viel Munition. Achtung! Oh, 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 oh. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Mach ich denn jetzt? Wir sind so weit und keine Munition habe ich mehr. Ich muss die Waffe. Ich glaube, ich kann im Inventar eine wechseln. Dann müsste ich wieder Munition haben. Ja.
kommen immer wieder. Ich habe halt ehrlich gesagt weiterhin keine Ahnung, ob die weiterhin jetzt spawnen oder ob wir jetzt hier noch ein bisschen aufräumen müssen. Ich glaube, die spawnen einfach, aber ich schaff's einfach nicht, da hinzukommen. Nee, die spawnen einfach immer wieder. Da kann man machen, was man will. Wir müssen auf das Schiff kommen irgendwie. Eieieiei. Hat mal überhaupt ein Ende mit den Gegnern? Motorluke zerstören. Das ist nur noch die eine Sache da. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich versuche jetzt aufs Schiff zu rennen. Schon wieder so ein Goldener, der ist ein bisschen stärker. Oh, scheiße. Da ist schon wieder einer am Geschütz. Ah, das hat da gar keinen Wert. Einfach gar keinen Wert, das da. Ich versuche jetzt einfach aufs Boot zu pushen. Boah, hast du mich jetzt erschrocken? Oh mein Gott. Kann nicht wahr sein, ehrlich. Der geht mir so auf den Sack da. Ist lächerlich. Ich krieg ihn nicht mit dem Sniper. Ich krieg ihn einfach nicht. Ich weiß es eh nicht. Was muss man denn jetzt hier? Motorluke zerstören. Was muss man denn jetzt hier genau zerstören? Muss man hier am Boot irgendwas zerstören? Oh Mann, der an dem Scheiß geschützt da, ganz ehrlich. Krieg ihn so nicht. Oh, der geht mir so auf die Nerven. Ich hab ihn. Ich versuche jetzt mal ins Geschütz zu kommen. Ich weiß nicht, ob die wieder spawnen. Ich wünsche es mir nicht. Ah, hier muss man zerstören.
Hier, schieß hier mit drauf. So. Oh. Zugang zum Motor. Knopf drücken. Nee, oder? Hoffentlich ist jetzt geparkt. Das Boot evakuieren. Wir müssen... Weg vom Boot, gell? Weg, weg, weg. Das Kapitol ist unser letztes Ziel. Boah, GG! Eieieiei. Werden die Outcasts ein deutlich kleineres Problem sein. Was ihnen zugestoßen ist, war grauenhaft. Aber was sie getan haben, war noch schlimmer. Ich hoffe, sie finden jetzt endlich ihren Frieden. Wir haben es geschafft, GG! Toll! Boah, nach 20 Mal sterben. Sehr toll. Boah, Lego Mio, das war krass. GG, du hast jetzt bestimmt auch gut Punkte bekommen, oder nicht? Toll. GG, hast du wirklich gut gemacht. Gut durchgehalten. Jetzt habe ich aber erstmal... Boah, jetzt gucken wir mal gerade auf der Karte. Stützpunkt freigeschaltet. Abgeschlossen. Jetzt kommt der andere Stützpunkt. Und zwar... Oh, viel Spaß. Stufe 30. Das wäre der nächste Stützpunkt. GG, den kann man ja für das nächste Mal sich aufheben. Weil jetzt, ey, boah. Aber jetzt gehe ich ein bisschen in Resident Evil. GG, auf jeden Fall. So, jetzt kann ich mich auch noch mit besseren Waffen aufrüsten. Stufe 30 Waffen und so. Ich mach mal eine Schnellreise. Oder komm, wir rennen mal hier rum. Und noch hier irgendwie. Toll. War aber schon schwer, hä? Glückwunsch an uns, gell? Gutes Team. Ja, geil, oder? Hast du ihn jetzt bei dir auch gepackt? Du hast ja eigentlich an für sich die ganze, also überwiegend die Story gar nicht so gemacht. Aber du hast also fast das Ende. Jetzt der Stützpunkt, hier ist halt noch der letzte Stützpunkt. Der muss noch gemacht werden. Der hier. Boah, viel Spaß. Stimmt wieder genauso eine Scheiße. Weiß es nicht. Mal einfach überraschen lassen. Toll! GG, genau! Wie mit der Explosion eben, hat genau gepasst. Guck mal hier, was wir für eine Zerstörung gemacht haben hier, hä?
So, ja, ich mache jetzt mal eine Schnellreise zum, nicht zum Weißen Haus, oder? Das Weiße Haus, oder zu einer Siedlung. Ein Agent ist offline. Du bist raus, gell? Ah, das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Boah. War ja richtig schon am Verzweifeln hier. Ich will mir jetzt mal Stufe 30 Waffen kaufen. Noch ein paar verkaufen. Hier gibt's Waffen, glaube ich. Gut, dass Sie kommen. Verkaufen. Stufe 29, alles brauche ich ja dann eigentlich nicht mehr so wirklich. Ja. Sehr nützlich. Also, ich bin zufrieden. Ich würde sagen, das geht. Sehr nützlich. Boah, wie viele Sachen ich hier habe, ohne Scheiß. Krass. Also, ich bin zufrieden. Ja, wunderbar, auf jeden Fall. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. So, dann gehen wir auch gleich noch in Resident Evil rein. Beehren Sie mich doch bald wieder. Jetzt habe ich alles verkauft. Suchen Sie ein günstiges Angebot? So, kaufen, Stufe 30, Sonderanfertigung, zum Beispiel. Kaufen. Ich bin mir sicher, Sie werden das gut gebrauchen können. Was ist das, Kauf? Wieso, ich habe so viel verkauft, bin ich schon pleite? Sie wollen die beste Ausrüstung? Ich hab sie. Stufe 30, sehr schön. Stufe 29. Stufe 28. Stufe 30. Ja, Stufe 30. So. Vielleicht habe ich was. Kaufen. Wo wäre ich nur ohne Kunden wie Sie? Inventar. Kommen Sie und sehen Sie sich um. Ich habe bestimmt was für Sie. Gucke ich mal gerade noch nach der Waffentarnung.
Und habe ich jetzt noch Bekleidung? Habe ich noch mal irgendwelche Behälter? Nö. Wow, siehst du, wir haben nicht aufgejungen. Ja, sehr schön. Sie sind nicht länger in einer Gruppe. Agent braucht Verstärkung. Ja, du auch. Ohne deine Hilfe hätte ich das gar nicht geschafft. GG. Ohne deine Hilfe hätte ich das auf jeden Fall nicht gepackt. Jetzt bin ich aber pleite. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich denn hier noch verkaufen? Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich mache nochmal eine Schnellreise. Und zwar hier zum Weißen Haus. Moment, Waffen kann man hier kaufen. So, hab ich... Ich guck jetzt mal gerade. Wo... da habe ich schon Stufe 30 drin. Handschuhe Stufe 29, Stufe 30. Da habe ich nur Stufe 28 drin. Rucksack ist auch nur Stufe 28. Hier ist Stufe 30. Kann ich mir nicht leisten. Schön, dass wir uns einigen konnten. Die Fähigkeiten, ja genau, hier kann man gewisse Sachen, ja, glaube ich, kann man verbessern. Fertigkeiten zur Freischaltung verfügbar. Die gar nicht holen. Achso, doch, hier. Glühwürmchen. Suchermine. Drohnenstock. Kennwerfer, Impulsgeber, Geschütz. Was gibt's denn beim Geschütz so?
So, was geht hier noch? Vorteile? Hier gibt es noch so ein paar Sachen. SAD-Technologie. Oh. Lagererweiterung. Inventar 1, Inventarkapazität um 60 Plätze erhöht. Anfertigung, die Lagerkapazität für Materialien erhöht sich um 400. Schwere Kopfgeldeinsätze. Erhalte Zugriff. Mal hier. Behälter Feldexperte. 50%ige Chance, ein Bonusobjekt zu erhalten, wenn ein Feldexperte-Behälter geöffnet wird. Munition für individuelle Waffen. Steigert die Menge gefundener Munition für individuelle Waffen. Ausrüstung 1, Ausrüstung 4. Neue Ausrüstungen können jetzt im Inventar erstellt werden. Insgesamt also 16. Schade, ich hätte gedacht, es gibt jetzt eine Trophäe sogar oder so, wenn man alles hat. Ich habe alles. Fertigkeitsfreischaltung 2. So. Bis später. Ich habe das größte Sortiment. Hier habe ich schon noch. Was habe ich hier abgelagert? Stufe 40. Bei guter Waffen. Ich bin so 30, 31. So, würde ich sagen, wir gehen jetzt noch in Resident Evil rein und hier schauen wir mal nächstes Mal weiter und so ein bisschen Loot, ein bisschen rumlooten und so. So.